In diesem Video wollen wir uns anschauen, wie du eine Betriebsübernahme am besten gestaltest, entweder an einen potenziellen Investor oder halt auch an die nächste Generation in der Familie, die folgt, wie sowas am effektivsten abläuft. Und natürlich, da gibt es auch kein absolutes Richtig oder absolutes Falsch, aber es gibt klare Tendenzen, wo man sagen kann, das funktioniert besser und schlechter. Und wie du dich, wenn es jetzt in den nächsten Jahren ansteht, auch darauf vorbereiten kannst und dann möglichst einfach das Ganze hast und nicht noch ein paar Jahre nacharbeiten musst. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zum Video erstmal. Mein Name ist Alex und wie gesagt, heute geht es um das Thema Betriebsübernahme. Es kann zwei Szenarien geben, die passieren können. Ne? Ich mache jetzt einfach mal Szenario 1. Das ist ganz klar Generationswechsel. Generationswechsel. Und das zweite Thema ist einfach, ich sage es mal hart gesagt, Verkauf der Firma. Tatsächlich sind die Sachen gar nicht so verschieden voneinander, wie man sich das jetzt vorstellt, weil es gibt für beide Themen ganz klare Bereiche oder ganz klare Dinge, wo man sagen würde, das ist gut und das ist nicht gut. Das erste Mal, was natürlich gegeben sein soll, das große Problem ist immer, vielleicht mal so rum angefangen, das große Problem bei sowas ist immer, man hat eine Firma aufgebaut, die hat beispielsweise, sagen wir jetzt einfach mal, die macht 5 Millionen Umsatz. So. Hat sein Leben lang gearbeitet, diese Firma aufgebaut und man will diese Firma jetzt dem Sohn übergeben oder verkaufen. Dem Sohn übergeben ist immer noch ein bisschen einfacher, weil der halt schon lange auch drin arbeitet. Verkaufen ist dann immer relativ schwierig. Sagen wir, die Firma macht jetzt einen Gewinn von einfach mal 500.000. So, 500.000 Euro Gewinn. So, jetzt ist es so, der Multiplikator kann sich sehr, sehr stark unterscheiden tatsächlich. Aber ich sag mal, bei einem normalen Handwerksunternehmen, was gut, es hat auch noch einen gewissen Materialpaar dahinter, das hängt von sehr, sehr vielen Faktoren. Aber sagen wir jetzt einfach mal, es gibt jetzt einen Investor, der sagt, okay, die 500.000, das passt, ist ganz okay, ne, das würde passen. Ich bewerte die Firma jetzt, sagen wir einfach mal mit 3 Millionen zum Beispiel. Ne, ich lege da jetzt einen Faktor 6 drauf. Das heißt, mir wäre diese Firma 3 Millionen wert. So, wie entsteht jetzt dieser Faktor quasi vom Gewinn zum tatsächlichen Firmenwert. Das ist natürlich, da gehört mehr dazu, das ist klar. Ne, da gehört dann auch dazu, was ist hier in den 5 Millionen vielleicht noch an Material drin, was ist da an Maschinen drin, was ist da an Werkzeugen drin. Das gehört alles dazu. Das muss man ganz klar mit bedenken. Und diese 3 Millionen ist jetzt vielleicht einfach nur basiert auf den Gewinn. Wenn wir noch die ganzen anderen Sachen einberechnen, haben wir vielleicht einen Wert von 6 Millionen. Aber diese ganze Thematik Werkzeuge, Maschinen etc. ist nicht der Riesenpunkt, wo du was rausholen kannst, einfach aus dem Aspekt, weil die können ganz klar per Abschreibungen betitelt werden. Da gibt es kein Links und Rechts, da gibt es keine großen Möglichkeiten, jetzt viel rauszuholen normalerweise. Wo du richtig was rausholen kannst, also sag mal, wird zu 6 Millionen durch die Sachen, ist das hier. Bedeutet, was für ein Faktor wird auf deinen Gewinn gelegt? Und dieser Faktor kann sich extrem stark unterscheiden. Der kann bei 1 liegen, bei 2 liegen, der kann bei 5 liegen, der kann bei 7 liegen, der kann auch mal bei 10 liegen. Je nachdem, und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, ich fange es mal anders an. Es gibt mehrere Faktoren, die es bedingen. Der erste Faktor, der ganz, ganz klar ist, ist, wie einfach kann ein Investor die Firma so weiterführen, wie du es jetzt gemacht hast, ohne dass du weiterhin dabei sein musst. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Ich nenne es mal, machen wir mal so einen extra Part. Erstens Autarkie. Autarkie von dir, nicht von anderen Lieferanten und so, das ist klar. Wenn jetzt zum Beispiel, nur als einfaches Beispiel, du hast jetzt einen Vertrag mit einem Lieferanten und es ist ein guter Freund von dir und deswegen kaufst du immer zu Sonderkonditionen an. Das sorgt dafür, dass dein Gewinn einfach mal statt 200.000, 500.000 ist, weil du immer bei den Sonderkonditionen bekommst, weil ihr Best Friends seid schon seit Ewigkeiten. Jetzt übernimmt jemand anders den Laden, da werden die Konditionen nachgezogen. Das schauen sich Investoren an, sowas tatsächlich. Was bedeutet das dann? Das bedeutet, dass der den Gewinn dann auch mit 200.000 wahrscheinlich eher betitelt als mit 500.000. So eine Thematik zum Beispiel. Da zählt aber auch rein, wenn jetzt der Kollege, also wenn ich jetzt nicht da bin und meine rechte Hand auch nicht da ist, läuft der Laden weiter oder gibt es dann links und rechts Probleme? Das gucken die sich an. Wie gut würde der Laden laufen, ohne dass jetzt ihr quasi da seid? Also Autarkie ist ein Riesenthema. Das hängt ganz viel mit Strukturen zusammen, das hängt ganz viel mit Prozessen zusammen. Und hier geht den meisten Handwerkern das meiste an Firmenwert wirklich verloren. Weil die Firmen so schlecht strukturiert sind, dass eine andere Person das nur übernehmen kann, wenn du sie 5 Jahre eingearbeitet hast und damit die für Investoren komplett uninterrelevant ist, die Firma tatsächlich. Ne? Wenn du es auf der anderen Seite aber geschafft hast, dass die Firma auch ohne dich läuft, dass sie sehr effektiv läuft, dass sie halt Gewinne macht, ne? Und dass du im Endeffekt da, auch wenn du jetzt nicht da bist, trotzdem das Ganze so die Gewinne auch weitermacht, dann hast du einen viel höheren Faktor drauf, logischerweise. Ist auch komplett nachvollziehbar. Ne? Zuerst das Autarkie. Das zweite Thema, was das Ganze natürlich mit bedingt, ist die Branche an sich. Und hier kann man sich vor allem das Thema Nachhaltigkeit anschauen. Das ist jetzt nichts, was du natürlich jetzt von einem Tag auf den anderen ändern kannst. Ich sag mal, an Autarkie, an der Struktur kann man sehr schnell sehr viel ändern. Da kann man innerhalb von einem Jahr sehr große Fortschritte erzielen. Nachhaltigkeit hängt eher was mit der Produktpalette zusammen. Bedeutet, wenn ich jetzt, nehmen wir mal als Beispiel, ich verkaufe PV-Anlagen.
dann habe ich tendenziell eine höhere Nachhaltigkeit, weil ich halt auch sage, okay, das ist ein Bereich, der wird die nächsten Jahre auch weiterhin boomen, das wird weiterhin richtig krass sein, im Verhältnis zu zum Beispiel, ich verkaufe Kamine oder ich verkaufe Öfen. Gut, auch das ist gerade wieder am Kommen, muss man jetzt fairerweise sagen, durch die ganze Energiethematik. Aber generell kann man wahrscheinlich sagen, es gibt Branchen, die sind auf einem eher absteigenden Ast und es gibt Branchen, die sind auf einem eher aufsteigenden Ast. Und wenn ich es schaffe, eine Branche oder andersrum, in meine Branche, die vielleicht auf einem absteigenden Ast ist, einen aufsteigenden Bereich zu ergänzen, kann es den Firmenwert extrem hochheben. Das muss man bedenken einfach, solche Themen. Das muss man auf dem Schirm haben. Ne? Und dann gibt es halt noch den dritten Part. Das heißt, den dritten, es gibt mehrere Parts. Es sind ganz, ganz viele Punkte drin. Es sind jetzt nur die Parts, wo man sagen kann, wenn man sich darauf erstmal fokussiert, kann man nicht so viel falsch machen. Also wie gesagt, das erste ist Autarkie. Das zweite ist das Thema Nachhaltigkeit. Und das dritte Thema, was man sich auf jeden Fall anschauen sollte, ist die generelle Markenwahrnehmung. Also ich denke, es ist klar, oder ich mache vielleicht ein Beispiel, Wahrnehmung. Die Marke Foodspring. Die Marke Foodspring ist verkauft worden an Mars. Ich weiß nicht, wie lange es her ist, vielleicht ein Jahr oder so. Und das ist sehr interessant, weil Foodspring hat an sich, wenn ich gerade richtig informiert bin, habe die Zahlen jetzt nur im Kopf mir vor einer Weile mal angeschaut, haben die 20 Millionen Umsatz damals gemacht, als sie angefangen haben, beziehungsweise andersrum, als sie das Unternehmen verkauft haben, haben sie 20 Millionen gemacht. Jetzt würde man denken, 20 Millionen Umsatz, wie viel Gewinn sind das? Vielleicht 3, 4, 5 Millionen, keine Ahnung, vielleicht auch nur 1 Million, weiß man jetzt nicht so genau, müsste man in die Zahlen mal reingucken. Das Spannende ist aber, die haben für 200 Millionen das Unternehmen verkauft, für Faktor 10. Wie kommt sowas? Und das ist sehr interessant. Foodspring hat eine sehr, sehr starke Markenwahrnehmung und jemand wie Mars hat einfach gesagt, hey, ganz ehrlich, ich habe sowieso Verträge mit den ganzen Tankstellen, mit den ganzen Supermärkten, dass meine Produkte da drin stehen. Foodspring hat eine mega starke Wahrnehmung, was halt als gesund einfach gilt, im Gegensatz zu meinen normalen Mars-Riegeln. Gut, Mars macht nicht nur Mars-Riegel, das ist, denke ich, logisch, aber im Gegensatz zu den normalen Produkten. Wenn ich jetzt einfach bei Foodspring die Produktion mal ver-10-, ver-20-fache oder ver-30-fache, das kann ich problemlos machen. Ich habe die Distributionskanäle, ich habe die Fabriken, ich habe die Lieferanten, ich kann das komplett alles von jetzt auf gleich machen. Ich drucke nur ein anderes Logo da drauf, weil eben die Markenwahrnehmung extremst, extremst stark ist von Foodspring. Und deswegen ist es den Faktor 10 vom Umsatzwert, da reden wir von Faktor 100, Faktor 200 vom Gewinn. Das ist krass, das kriegt man sonst real nicht, das ist ein außergewöhnliches Beispiel, aber nur, dass du ein Gefühl hast. Wenn du jetzt eine Marke in der Region hast, die wirklich sehr, sehr außergewöhnlich ist, die extrem stark ist, dann ist es natürlich ein sehr, sehr, sehr positiver Faktor, der sich sehr positiv auf dieses Verhältnis hier auswirkt. Ne? Und das muss man einfach, sowas muss man einfach bedenken. Für Mars war das so ein Ding, die haben da einfach mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Die wollten die Marke haben, die haben gesagt, ey, wenn ich es vielleicht für 100 Millionen nicht mache, wir zahlen den 200. Gut ist, das Thema ist durch. Wir können jetzt direkt Foodspring überall verkaufen, ver-100-fachen oder ver-50-fachen, keine Ahnung, den Umsatz jetzt innerhalb von 1-2 Jahren, haben dadurch viel mehr Gewinn raus und haben die 200 Millionen wieder in 3 Jahren drin, so ungefähr. Das ist die Kalkulation, ist super simpel, die haben ganz andere Konditionen, auch wie die Sachen einkaufen können, weil die viel mehr produzieren. Relativ klar, die haben schon ein bestehendes Distributionsnetz. Und auch da kann man sich Gedanken machen. Das ist jetzt aber eher das Thema, wie gesagt, wenn wir hier von dem Thema Verkauf reden. Der vierte Punkt. Strategische Partner. Welche Partner profitieren denn von meiner Firma? Einfaches Beispiel. Es gibt Unternehmen, die kaufen Firmen gleicher Branchen, vereinheitlichen das ganze Backoffice, weil da laufen die Sachen eh gleich, können dadurch Kostenpunkt von 20-30% einsparen und haben plötzlich ein extrem profitables Konglomerat gebaut. Nur als Beispiel jetzt. Und man kann sich Gedanken machen, muss natürlich auch immer, also das ist jetzt alles rein wirtschaftlich betrachtet, was du jetzt sagst, wer der richtige Partner auch für deine Mitarbeiter ist, das musst du selber entscheiden am Ende. Mir geht es erstmal nur darum, wie kannst du hier einen möglichst hohen Faktor rausholen und wo du dann an bestimmten Stellen Abstriche machst, wo du sagst, hey, ich möchte aus meinen Mitarbeitern in eine gute Hand weitergehen, ich möchte, dass alles gegeben ist, das kannst du natürlich dann selber bestimmen, aber trotzdem hast du eine bessere Verhandlungsposition, wenn du diese Faktoren einfach mitbringst hier. Und zum Beispiel könnte es sein, dass man jetzt ein sehr, sehr großer Player in einem Bereich PV-Anlagen zum Beispiel ist. Man hat aber noch einen viel größeren Player, der gerade in den eigenen Markt irgendwie nicht reinkommt, warum auch immer, wegen öffentlichen Restriktionen oder irgendwas anderen. Und wenn er dich aufkauft, kommt er aber sofort in den Markt rein, hat es viel einfacher, spart sich vielleicht ein paar 100 Millionen an oder 10 Millionen an Werbebudget. Und ja, da ist er bereit, für die Firma auch deutlich mehr auszugeben, als wenn das nicht der Fall wäre. Ist, denke ich, auch ganz offensichtlich. Also, das sind so die vier Themen, wo ich sagen würde, das bedingt jetzt am meisten dieses ganze Thema. Und jetzt kommen wir nochmal zu dem Thema, was kann man eigentlich vorbereiten, damit es möglichst gut funktioniert. Auch wenn man das Generationenwechsel betrachtet, auf jeden Fall die Autarkie. Auch für den Generationenwechsel. Ja, klar, vielleicht ist so, dein Sohn, deine Tochter, die sind schon ewig im Unternehmen, die wissen, wie das Ganze abläuft, die werden den gleichen Stiefel weitermachen, den du weitermachst. Trotzdem wäre es schön, wenn man denen eine Struktur übergibt, mit der auf jeden Fall gut weiterarbeiten kann, wo auf jeden Fall die Sachen gut überwacht werden, dass auf jeden Fall alles gut funktioniert. Das ist ein Riesenvorteil. Und vor allem ein Thema merken wir beim Generationswechsel ganz, ganz, ganz stark. Das passiert hier nicht, weil das werden einfach die Investoren nicht zulassen. Altlasten. Ganz, ganz schwieriges Thema. Hier muss man mega aufpassen beim Generationenwechsel. Altlasten bedeutet, der Vater hat
keine Ahnung, vor 5 Jahren irgendwas sehr, sehr Großes gekauft, einen Kredit irgendwie aufgenommen, vielleicht noch intern so ein bisschen das Ganze vermauschelt mit irgendwelchen privaten Ausgaben und hat da jetzt einfach eine Belastung von 10.000, 20.000 Euro im Monat geschaffen, die weiter in dem Unternehmen irgendwie beim Unternehmen halt bleibt. Und wir haben da Dinge wirklich erlebt, also sowas kann man machen, wenn es eine sinnvolle Investition ist, natürlich muss man halt absprechen, aber da wirklich Transparenz zu haben und zu wissen, okay, es sind halt hier noch 3, 4, 5 Raten zum Beispiel zu zahlen von diesen 10.000 Euro, das hat der Vater damals entschieden, entsprechend sollte es nichts sein, was jetzt irgendwie, wo der Sohn dann sagt, okay, das muss ich jetzt mitbezahlen, wenn ich es nicht möchte. Ne, wenn man selber die Sachen zum Beispiel dann gar nicht nutzt. Und da sollte man von Anfang an Klarheit haben. Wir haben Dinge erlebt, dass dann wirklich Sachen aufgekommen sind. Das passiert übrigens häufiger bei, ich sag mal, wenn es Mitarbeiter übernehmen, als wenn es die Familie übernimmt, was auch nachvollziehbar ist, dass dann irgendwelche Altlasten plötzlich aufkommen, 2 Jahre oder ein Jahr, nachdem der Chef weg ist. Und das halt sehr, sehr negativ aufschlägt, wenn man feststellt, ey, warte mal, der hat ja hier noch Verträge abgeschlossen, wo er mega viele Vorteile von hatte, wo wir gar keine Vorteile mehr von haben, wo wir jetzt einfach nur noch für bezahlen. Und sowas ist einfach nicht in Ordnung. Das heißt, da wirklich einen klaren Strich zu haben, eine klare Linie zu haben, zu wissen, okay, alle Altlasten, die jetzt irgendwie nicht die wirkliche Firma betreffen, die vielleicht mich selber betreffen oder meine eigenen anderen Geschäfte vielleicht noch betreffen, sind komplett vom Tisch. Dann kann Generationswechsel auch guten Gewissens stattfinden. Weil wir haben ja Dinge erlebt, wirklich, dass die Firma dann 2, 3 Jahre später pleite gegangen ist, weil die Altlasten einfach so groß waren, die einfach nicht gut abgeschätzt wurden, auch keine Struktur vorlag, mit der man die hätte überblicken können. Und das war sehr, sehr, sehr schwierig dann. Ne? Okay, ich habe wieder ein längeres Video gemacht, als ich eigentlich wollte, aber ich denke, die Themen sind sehr relevant für jeden, der jetzt irgendwie drüber nachdenkt, die Firma tatsächlich zu verkaufen, die Firma tatsächlich abzugeben und zu sagen, okay, wir wollen da möglichst viel auch raushaben natürlich, auch fürs eigene Alter will man möglichst viel raushaben, möchte gleichzeitig auch eine gute Verhandlungsposition gegenüber Investoren haben, dann sollte man diese Faktoren hier berücksichtigen, das kann man innerhalb von einem Jahr schaffen, Nachhaltigkeit kann man auch innerhalb von 1, 2 Jahren sicherlich einleiten, dass man dann im Bereich ergänzt, der nachhaltiger vielleicht ist. Markenwahrnehmung kann man sofort starten, theoretisch mit Marketing, das geht immer. Und die strategischen Partner, da muss man sich halt ein bisschen informieren. Den gibt's da und vielleicht, gut, die strategischen Partner informieren sich auch meistens über einen selbst. Das heißt, da kann auch sein, dass man dann zufällig durch Zufall von einem angeschrieben wird. Aber auch das ist vor allem durch die Markenwahrnehmung halt auch mitbedingt, wie viele Leute einen dann wirklich auch kennen. Gut, wenn das Ganze gefallen hat, gebt gerne da nach oben. War jetzt ein bisschen technischer alles, auch ein bisschen tieferes Thema. Für viele wahrscheinlich nicht so relevant, gerade für einige sehr relevant. Und lasst einen Kommentar da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, ciao.